Da der Schulbau einen entscheidenden Konjunkturmotor darstellt und der regionalen Wertschöpfung dient, wurden nun Schulbauprojekte vorgezogen und insgesamt 21 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt. Wir haben ein Paket geschnürt für unsere Berufsschulen und Internate, die uns besonders am Herzen liegen. 11 Millionen Euro dürfen wir hier vorziehen. Und wir haben ein Paket geschnürt für den Pflichtschulbau, sprich für unsere Volksschulen, Hauptschulen, neue Mittelschulen. Auch hier haben wir 10 Millionen Euro, die wir vorziehen. Das sind in Summe 39 Projekte, die wahrscheinlich erst in 4, 5 Jahren umgesetzt werden hätten können. Jetzt können sie mit 15, 16 oder 17 gestartet werden. Die vorgezogenen Schulbauprojekte werden nach verschiedenen Kriterien ausgewählt. Ja, es wird mal darauf geachtet, dass in allen Regionen was passiert und nicht nur auf eine Region konzentriert. Das ist der Schwerpunkt war, aber es wurden Projekte ausgewählt, die kurzfristig umsetzbar sind. Schulbauprojekte haben eine gewisse Vorlaufzeit und wir haben die Projekte gesucht, die auch wirklich in kurzer Zeit sozusagen durchgezogen werden können, ohne dass Widerstände oder fehlende Schritte den Bau verzögern. Eine der Schulen, in der mit der Sanierung sofort angefangen werden kann, ist die Volksschule Neustift im Mühlkreis. Wäre das Konjunkturprogramm nicht gekommen, hätten wir wahrscheinlich die nächsten Etappen erst in den nächsten Jahren machen dürft. So dürfen wir heuer den Turnsaal mit sanieren und auch das Untergeschoss noch in der Volksschule. Und somit haben wir mit Jahresende ein voll saniertes Schulgebäude und wir brauchen nicht mit den Etappen warten bis 2018 oder 2020. Da der Raum nicht umsonst als der dritte Pädagoge bezeichnet wird, ist das Konjunkturpaket nicht nur für die Wirtschaft ein wichtiger Impuls, sondern auch entscheidend dafür, dass Lehren und Lernen besser gelingen kann.